Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Gothic 2, yay! Und in der Hoffnung, dass es nicht schon wieder abstürzt oder so, machen wir noch ein bisschen weiter. Also für euch ist es ein neuer Part, für mich ist es immer noch der gleiche Tag. Und ich hatte jetzt irgendwie die Hoffnung, dass hier hinten noch irgendwas rumliegt oder so, aber nee, das gönnen sie mir nicht. Ja, wir wollten beim letzten Mal noch mit diesem Typ reden, beziehungsweise ich wollte nicht mehr und das in dem Part machen, also machen wir das jetzt auch. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter und ich kann Schreie hören. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Hurra! Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Ach, mach dir mal keine Sorgen, Gorn. Ich habe mir angeguckt, was hinter dem Zaun ist. Da ist nichts zu befürchten. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Das ist der Gorn, den ich kenne. Wunderbar. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Ist genehmigt, Kollege. Lauf ruhig vor und räum mir den Weg frei. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Für diejenigen, die mein Gothic 1 Let's Play nicht gesehen haben, Gorn ist schon so ein kleiner Haut drauf, ne? Also der trägt diese komische Axt, die er da auf dem Rücken hat, nicht ganz ohne Grund. Man könnte meinen, der hätte das Ding zum Zuschlagen oder so. Auch wenn er momentan gerade scheinbar lieber eine Armbrust benutzt, mit der er nicht trifft. Aber ihr seid mal Nahkämpfer, was soll man da sagen? Hat der den gerade mit einem Treffer gekillt? Ja, ich bin beeindruckt von deinen Bogenschießkünsten, Gorn. Hätte ich nicht erwartet. Und leider ist die Waffe von dem anderen runtergefallen, ne? Ich gehe jetzt aber nicht da runter und suche sie. Oh ja, kommt doch her. Okay, da kann sie nicht mit einem Treffer töten. Ich krieg's nicht hin, ihn zu visieren. Ach, es ist so schön. Nichts zu plündern. Die gehen alle auf Gorn und ich kann neben dran stehen und mich totlachen. Müsst ihr nicht noch eine Waffe liegen? Da liegt's. Gut. Hier liegt nichts. Da war mal eine Höhle früher in den guten alten Zeiten. Ja, ich weiß, ich speichere alle 2 Meter, aber warum wohl? Vielleicht, weil das Spiel irgendwie nur noch am Abkacken ist oder so? Noch mehr Echsen. Yay. Den Weg gucken wir uns später an. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wo Gorn hinrennt. Wenn er schon da ist und den Weg frei macht, das ist so schön. Ah, ich liebe meinen Gorn. Na, dann kommt mal, ihr Kackboons. Der erste ist schon down. Der zweite ist auch down. Ja, so muss das sein. So macht das richtig Spaß. Und das sind nochmal 3. Oh, gleich ein Dreierpack. Die machen es mir so leicht. Und andauernd geht meine Tastatur nicht. Ich fass es nicht. Glaube ich dir, Gorn.
Einer ist, glaube ich, ins Wasser gefallen. Ah, ne, er hängt an der Brücke. Gut für uns. Ah, da ist ein Loch. Könntet ihr euch mal... Ups, entschuldige. Dich wollte ich nicht hauen. Ich mache dem Schaden, verdammt. Ich kann Gorn töten, wenn ich das will. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. So. Sache gegessen. Hexenschwert, dankeschön. Auf was schießt du? Ah, da oben, den, ui. Ja, da kann jemand aber gut schießen. Lassen wir den mal runterkommen. Okay, dass er den direkten Weg nimmt, hatte ich nicht erwartet. Ich dachte jetzt eigentlich, der läuft außen rum und in der Zeit schießt Gorn ab, aber gut. Dem ging es offenbar nicht schnell genug. Was soll's. Oh, er wartet. Das hat irgendwas zu bedeuten. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Heize ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen. Die Orks im Auge behalten. Kein Problem. Ich sehe dich. Hoffentlich. Nein. Ist das dein Ernst, Gorn? Ich war so glücklich mit dir. Du warst eine ernste Hilfe und so. Also, ich meine, du hast dich nützlich gemacht und... Gar, du warst gefährlich. Für die Gegner jedenfalls. Und jetzt kann ich die Scheiße allein machen, verdammt. Naja, solange ich wieder mal irgendwo 10 Echsenmenschen oder so auf einem Haufen stehen, dürft's gut gehen. Da wir die ja mit 2 Treffern tot kriegen. Der hier ist da schon bedenklicher. Wenn der uns einmal richtig trifft, fallen wir einen Berg runter, ne? Ja, genau so. Er hat mich im Sterben noch getroffen, ne? Da ist nichts zu. Unverschämter Mistkerl. Und ich kann nicht mal irgendwas von ihm klauen. Ich müsste mich mal heilen bei Gelegenheit. Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. So, und das könnte jetzt länger dauern, in Zukunft allgemein. Denn wir essen jetzt Äpfel. Und warum essen wir Äpfel? Tja, ein frischer Apfel, knackig und saftig. Du fühlst dich erfrischt. Das ist ein Effekt, der ist unglaublich faszinierend. Ist allerdings nicht das, worauf ich es abgesehen habe. Und auch die Heilung ist nicht unbedingt das, worauf ich es abgesehen habe, sondern vielmehr was anderes, das irgendwann mal passieren sollte. Aber hey, immerhin, er schmeckt saftig und frisch oder so. Keine Ahnung. Friss. Stärke plus 1. Yeah. Mhm. Und damit dürfte auch geklärt sein, warum ich das ganze Spiel über Äpfel gekauft habe, wo immer ich welche gesehen habe. Es ist kein Riesenbonus, den man dadurch kriegt. Zugegeben. Aber es ist ein Bonus. Und es ist geschenkt. Man muss nur ein paar Äpfel fressen, also was soll's. Her damit. Kann ich nie genug von haben. Vielleicht reicht's für noch einen Punkt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht das nur einmal am Tag oder so. Ich weiß, dass man auf jeden Fall theoretisch mehrere Punkte Stärke damit holen kann. Aber ich weiß nicht, wie viele Äpfel man dafür essen muss. Und ob man eine bestimmte Menge an einem Tag essen darf dafür oder nicht. Oder dies oder das oder jenes. Ist auch relativ egal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt gesehen, wofür die Äpfel sind. Aha. Nächste bitte. Komm zu Papa. Wow. Der Golem ist ein Problem. Weil wenn der mich von der richtigen Seite trifft, bin ich unten. Na also, geht doch. Ich habe die Arpien schon gehört. Ah, da sind sie auch. Sieht aus wie auf dem Schlachthof hier. Nichts. Guckt euch das an. Überall rings um mich rum Leichen. Ja. Da ist nichts zu holen. Ich komme mir vor wie in den guten alten Zeiten. Da oben fliegt noch ein rum. Ne? Harpien, Falara. Und da liegt ein toter Echsenmensch. Ist der vom Turm gefallen oder so? Nichts zu plündern. Also der kann ja eigentlich nur da runtergefallen sein, oder? Und du bist zu blöd, um hier runterzukommen, ja? Heißt das, ich muss zu dir hochkommen? Du quietschst. Du hast offensichtlich Probleme. Schluss mit lustig. Echt jetzt? Okay, auf die Entfernung treff sogar ich mal. Wisst ihr noch, damals in der guten alten Zeit, da lag hier irgendwie ein Fokusstein und so.
Was habe ich da gerade eingesammelt? Ein Ring und ein B, 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 B? Irgendwas mit B? Bengel? Ich habe keine Ahnung. Drachenschneider, das ist nicht gerade gut. Okay, wir könnten jetzt den direkten Weg hier hochnehmen. Wir könnten es aber auch bleiben lassen. Erstmal gucken, was es hier unten noch zu holen gibt, ne? Weil ist ja alles Erfahrung. Meine Erfahrung. Echse. Hier müsste ein Golem rumlaufen. Yep. Na, guck mal hier. Ja. Geht doch. Alles eine Frage der Einstellung. Schön. Und ich glaube, dieser Golem ist der Grund dafür, warum ich in Gothic 1 jedes Mal, wenn ich hier drin rumlaufe, erwarte, dass mir irgendwo ein Golem über den Weg laufen müsste. Ja, ihr wisst es ja. Also in Gothic 1 waren wir auch hier unterwegs mit Lester zusammen, der sich als unglaublich nutzlos erwiesen hat. Aber da waren hier definitiv keine Golems, denke ich mal. Harpien, ja. Harpien ohne Ende. Die haben wir jetzt auch. Und zusätzlich noch ein paar Skelette. Oh, und dem Geräusch nach haben wir noch was ganz anderes hier. Das viel lustiger ist als... Naja, alles andere, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem bisschen Lebensenergie noch schaffe, aber ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ja, nicht mal hier drin, dann ist es umso besser. Musst du wieder da oben deinen Affentanz abziehen? Blödes Mistvieh. Früher war ich auch mal so eine Harpie wie du, aber dann krieg ich einen Pfeil in den Arsch. Nicht ins Knie. Übrigens Laborflasche, yay. Warum kriegt man hier eine Laborflasche? Ganz einfach, falls ihr vergessen habt, das Auge Innos aufzuladen, wäre das die Gelegenheit an diesem Alchemietisch, ne? Aber das interessiert uns nicht. Mich interessiert eher dieses Geräusch, das wir die ganze Zeit hören konnten. Das zufälligerweise von dem da stammen könnte. Na du? Du bist ein ganz starker, oder? Ja, ich bin nicht mehr der Schwächling, der ich mal war, der sich von einem Dämon einfach so mit zwei Schlägen zerlegen lässt. Nein, die guten alten Zeiten, also für euch die guten alten Zeiten, sind vorbei. Ich kann mich jetzt wehren. Hier liegt echt nichts mehr sonst. Aber das Bett kommt mir sehr gelegen, dann können wir uns nämlich kostenlos heilen. Dietrich, yay. Für den Fall, dass man keinen Dietrich hat, um die Truhe hier aufzumachen. Die haben sich schon irgendwas dabei gedacht, den Scheiß hier so aufzustellen. Ich glaube, wir haben Dietriche zum Wegwerfen, oder? Wie viel sind denn das mittlerweile? 80, okay, dann kann ich ruhig mal ein paar verbraten. Fängt ja gut an, aber er ist nicht abgebrochen. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts. Okay, hat mich 2 oder 3 Dietriche gekostet, das ist noch zu verkraften, wenn man 80 Stück hat. Okay, wir haben noch 78, also habe ich tatsächlich nur 2 verbraucht. Hurra! Erstmal eine Runde pennen. Hier sind zwar noch überall Monster, aber die interessiert das nicht. Und mich interessiert nicht, dass da Monster sind. Sind wir uns einig, ne? Oh, schön, 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 schön. Es macht so einen Spaß, hier durchzulaufen. Habe ich die Truhe ausgenommen? Ja, ne? Da waren die Laborflaschen drin. Also die eine Laborflasche. Ja, es ist einfach begeisternd, dass ich hier durchkomme und nicht wirklich in Gefahr bin oder so. Die können mir mal gar nichts. Also können mir den Buckel runterrutschen oder so, aber ansonsten war es das, ne? Okay, man hört komische Geräusche von irgendwo anders. Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Da ist eine coole Waffe. Ja, so eine Folteraxt. Ich glaube, die dürfte so ungefähr den Schaden machen, den unser Schwert auch macht. Was heißt auf gut Deutsch, ich behalte mein Schwert, weil ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und es lieb gewonnen und so. Der Orkschlechter hat so viele Gegner getötet. Den kann ich doch nicht einfach hergeben. Trotzdem interessiert es mich, was das Ding kann. Folteraxt, ja, ist genau das gleiche wie der Orkschlechter. Schön. Was auch immer dieses Geräusch hier ist, ich ignoriere es jetzt einfach mal und nehme den Weg nach oben. Früher konnte man hier im Innern nach oben gehen. Wo kommst denn du her? Hast du dich verlaufen? Komm her. Brave Echse. Ja, früher konnte man im Innern hochgehen, da gab es eine Leiter, aber in dem Raum, wo die war, ist ja die Decke eingestürzt und der komische Golem läuft da drum, genau.
Ich wollte jetzt irgendwie Knoll sagen. Fängt auch mit G an. Aber ein Golem ist definitiv kein Knoll. Nein. Und da liegt noch eine Heilwurzel. Einfach so. Und sagt nichts. Unverschämt. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Okay. Cool. Nicht mal Dietrich verbraucht, aber dafür kriege ich gleich mal nochmal 4 Stück zurück. Finde ich okay. So, und wie man sehen konnte, könnten wir jetzt auch außen weitergehen, weil da steht ja noch irgendwo eine Harp hier hinten um die Ecke. Aber, weil ich clever bin und weiß, dass es nur außen weitergeht, gehen wir erstmal nach innen. Und stellen fest, dass man auf dem Weg hier auch weiter hätte gehen können. Schön. So viel dazu. Hi. Oh, ein Dreierpack, ja? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren die richtig, richtig, richtig ernsthaft gefährlich. Das war allerdings, glaube ich, in der Nacht des Raben. Da haben die mich dermaßen gegangraped quasi. Es war nicht mehr schön. Also es war wirklich nicht schön anzusehen, wenn die dann so im Dreierpack oder so angelaufen gekommen sind und von allen Seiten einen umstellt haben und draufgeprügelt haben und überhaupt. Das hat wenig Spaß gemacht. Okay, der Raum scheint ansonsten herzlich sinnlos zu sein. Gucken wir noch, was im nächsten rumliegt. Oh, noch ein Golem. Haben wir lange keine mehr gesehen. Das reicht's aber. Wehr dich gefälligst nicht so. Bücherregale, Lamasti-Mengen, aber keine Geheimräume, kein gar nichts. Links, rechts, links, rechts, links. Okay. Links, rechts, links. Kurze Kombo. Schön. Und weiter geht's. Damit wäre auch diese Ebene quasi fertig. Müssen wir nur noch die paar Harpien hinten ummähen, aber die sind ja echt kein Problem. Und dann wären wir schon wieder ein gutes Stück weiter. Ach, das macht so einen Spaß. Den Trank holen wir jetzt aber trotzdem mit. Mhm. Oh. Ja, ja, ich komme ja gleich zu dir. Mach dir mal nicht ins Hemd. Blödes Vogelvieh. Na, dann komm mal her. Papa. Und noch eine Waffe, für den Fall, dass wir gerade keine haben. Eine rostige Axt, ja, die wird bestimmt helfen. Irgendwie war ich der Meinung, ich hätte 2 gehört. Oh, nicht schon wieder. Ein Glück haben wir die Armbrust und die Bolzen. Sonst könnten wir uns hiermit ewig aufhalten. Blöde Kackviecher. Okay, für dich benutze ich dann doch lieber mein Schwert. Ein Echsenmenschlein. Hallo Echsenmensch, ich bin gekommen, um dich lieb zu haben. Schön, ich hab dich lieb gehabt für einen Moment. Schwefel! Ist hier hinter noch was? Nein. Ist interessant, wie das Gestein aussieht, als würde es von irgendwelchen Erzadern durchzogen werden. Wenn wir jetzt in Minecraft wären, ne, würde ich mir eine Spitzhacke bauen und es abbauen. Würden wir bestimmt ganz viel Erz kriegen, mit dem wir uns dann mehr Spitzhacken bauen könnten. Um noch mehr Erz zu ernten. Wenn man Minecraft so zusammenfasst, das ist eigentlich furchtbar dämlich. Das war, glaube ich, eine der schönsten Feststellungen in Rick und Morty. Wie, also du baust Werkzeuge, um nach irgendwelchem Zeug zu graben, das du benutzt, um bessere Werkzeuge zu bauen, um noch mehr Zeug zu graben. Ja, das klingt dämlich. Das klingt wirklich dämlich. Noch ein toter Drachenjäger. Ja, was hat der wohl hier oben gemacht? Ich weiß ja auch nicht. Was ist das, was man da sieht? Das ist nur Felsgestein. Ist okay. Aber da ich weiß, was jetzt kommt, mache ich jetzt mal was Schönes und dann könnt ihr euch denken, was jetzt kommt. Achso, ich muss jetzt dann rausziehen. Ich habe jetzt zweimal das Amulett mit Stärkebonus 15. Ist ja hart. Gut. Ja, genau das, was wir sehen wollten, oder? Bereit zum großen Showdown? Schön, ich auch. Machen wir aber heute nicht mehr. Okay, Leute, ernsthaft. Das müsst ihr warten bis zum nächsten Mal. Ne? Perfektester Punkt für irgendwie einen Cut zu machen. Also, das war Gothic 2 für heute. Ich war euer Nixon und ich sag euch ciao.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.